Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einem Mittagsvideo. Es geht in die neue Klamottenkollektionsreihe. Normalerweise starten wir dort drin, aber wir gehen jetzt mal dorthin. Das ist vielleicht spannender Unterhaltung, damit ihr seht, wo es lang geht. Also wir gehen hier so entlang. Das sieht der Herr wartet schon und wundert sich, warum die Kamera läuft, weil die eigentlich drin alles angeht. Dann gehen wir so lang. Wir stehen hier wunderschöne Pappkartons. Und wir sind nämlich hier auch in den ersten minimalen Renovierungsarbeiten auf dem hinteren Bereich. Wir haben nämlich zwei neue Toiletten hier. Hast du schon benutzt? Klar. Wirklich? Ja, natürlich. Nicht schlecht. Also, was geht los? Marvin! Hallo! Hallo! Ich bleib hier. QVC! Ja. Ich bleib hier oder gehe ich dahin? Du bist da. Hast du das noch nie gemacht, ne? Natürlich. Aber immer von da. Echt? Nein. Ja. Können wir Geld drauf haben. Du von da? Normalerweise, die letzten waren eigentlich immer da, weil der Schinder da so ist. Ja, natürlich. Also, du bleibst da. Okay. Okay. Also, wir haben jetzt eine neue Waschung, wir haben neue Themen, es ist auch viel Aufschwung in dem ganzen Thema drin, ja. Bei JP Performance auch, aber mehr noch in anderen Bereichen, aber das wisst ihr. Warte, darf ich, ich möchte kurz irgendwas machen, das stört mich gerade. Licht, Weißabgleich, mhm. Oh, schon wieder. Nee, ich möchte das lieber manuell einstellen, weil es hinterher so ein Scheiß aussieht. Ja, okay. Okay, wir sind zurück, wir haben einen Weißabgleich gemacht, weil dem Flo nämlich wichtig ist, die Farben nämlich dementsprechend noch rüberkommen. Das ist nur mehr Arbeit für uns hinterher. Ja, das, aber jetzt wird es weniger Arbeit. Ja. Also wir fangen an. Mit Weiß, da war der Weißabgleich über. Ja. Das hatte ich schon wir experimentieren gerade sehr viel auch mit Schriften, genau. Was man hier sieht. Das ist entstanden mit dem Experimenten bezüglich JP Performance Schriftarten auch. Unter anderem, ja. Unter anderem, das ist dieser Style, der so mit drin ist. Was ihr auch merken werdet, es sind wirklich weniger und weniger JP Performance Logos, aber weil wir merken, es funktioniert auch nicht jetzt nur euch, also wegen euch, sondern für uns funktioniert es auch wirklich sehr gut, wenn weniger JP Performance draufsteht. Das werdet ihr sehen. Super Golf. Und dann haben wir das hinten drauf. Das ist auch eine Zeichnung, die im Haus entstanden ist. Das heißt, die ist nicht irgendwie von einem Künstler gemacht, sondern die macht der Max. Und da bin ich eigentlich auch sehr stolz drauf. Und auch, denke ich mal, wenn du so ein T-Shirt hast, dass du weißt, dass das ein Produkt ist, was 100% hier aus dem Haus ist. Genau. Und es muss halt auch kein JP Performance draufstehen, weil also mehr kann es ja nicht JP Performance sein. Ne? Genau, deswegen. Das ist, finden wir, funktioniert auch wirklich sehr gut, weil die Klamotten so auch wirklich clean aussehen. Und ja. Ja, lässt sich auch gut tragen, finde ich. Ja. Den Farben, ja. So, dann einmal hier. Dann machen wir mal hier weiter. Experimente wegen JP Performance Logo. Sieht man hier. Finde ich sehr passend. Alleine auch, aber in Verbindung mit dem. Weil wir immer mehr Klamotten sehen, die nur eine Farbe haben. Ja. Das heißt, gar nicht diese extremen Multifarben-Prints, wie wir das jetzt gerade gesehen haben, sondern auch so. Und am Anfang war ich da so ein bisschen anti gegen, dass ich dachte, dass das billig aussieht. Weil vor allen Dingen, wenn du das in der Mache siehst, nicht auf Stoff, in der Datei, brauchst schon ein bisschen Fantasie, um zu verstehen, dass das geil aussieht. Ja, sieht dann ein bisschen billig aus, aber da ist tatsächlich weniger mehr. Also das macht dann auch schon viel aus, wenn du eine coole Grundfarbe hast. Und dann schwarzen Print drauf und das dann passt schon. Genau. Das wäre meine Jacke, ich schwitze mich tot hier. Aber das ist zum Beispiel auch so ein Beispiel, weil wir wirklich so. Wir müssen ja immer die Stoffe produzieren lassen, ne? Und man denkt, dann machen die in einer Rutsche mit, ne? Das sind nicht dieselben Stoffe. Sondern wir bestimmen wirklich, da sind wir in der glücklichen Position, wirklich für jedes Teil den Farbton neu, ne? Man könnte sich das sparen. Also auch stoffmäßig wird man da ein bisschen mehr Kohle machen, aber ich finde, das ist cool so. Und das ist cool so, ne? Auch ohne Waschung hier in dem Fall. Genau. Das finde ich eigentlich ganz cool. Wieder ein Experiment mit dem Logo. Finde ich sehr cool. Ist eine Stilrichtung, die wir auch am Fashion-Bereich so gesehen haben. Mhm. Weil vor allen Dingen in Verbindung mit dem hinten drauf, finde ich es wirklich sehr cool. Und zwar Tire Don't Lie. Tires Don't Lie. Funktioniert halt wirklich sehr cool so. Wieder eigentlich kein klassisches JP Performance Logo drauf. Ne? Oh, hier habe ich bei dem Fotoshooting ein bisschen Trick drauf gemacht. Ist ein bisschen. Oder beim Hochtragen kann es auch passieren. Das ist auf dem gekauften auf jeden Fall nicht drauf. Nein. Nein. Ich finde den Style, den wir momentan haben, sehr gut. Ja. Weil wir auch klassische JP Performance Teile dabei haben. Wir haben auch sowas dabei, weil sowas kannst du wirklich cool tragen. Sieht tragen sehr geil aus, weil es super minimalistisch ist, aber trotzdem ein großer Druck drauf ist. Also für mich funktioniert das wirklich gut. Genau. Und das schreit nicht jetzt unbedingt nach der Firma. Nee. Ne? Aber trotzdem ist unser Logo vorne mit drauf, also zumindest in Teilen. In kleiner und deswegen finde ich es ganz cool, ja. Genau. Dann kommen wir auch schon zum letzten Shirt vom ersten Drop. Klassischer, wie man es eigentlich kennt, ne? Finde ich das Klassischste, wo JP Performance jetzt so mit draufstehen würde. Und auch die Message, We Love All Wheels, denn wir haben eigentlich nie Klamotten zum Thema Motorrad. Und da wäre es jetzt bei von der R1, die ich habe. Und halt auch vom Farbthema. Da ist ein größerer Druck drauf, aber ich finde, es funktioniert wirklich sehr, sehr gut so. Ja, ich finde die Farben halt ziemlich gut geworden. Ja, das ist wirklich gut. Das ist auch immer relativ schwer mit den Farben. Ne? Also das, was du bestimmst, ist nicht, was du kriegst. Nee. Das heißt, du musst dann halt wirklich viel
oft übertreiben von der Farbe, damit das rauskommt, was dann, was du dir vorgestellt hast. Kommt halt auch auf die Druckart an. Also wenn du jetzt so einen Digitaldruck nimmst zum Beispiel, was jetzt hier nicht der Fall ist, dann sind die Farben natürlich noch kräftiger, aber dann ist das T-Shirt wieder zu dick. Richtig, wollte ich gerade sagen. Ne, was du hier merkst, das T-Shirt ist super tragbar, aber wir hatten ja auch schon großflächige Drucke. Hier siehst du einfach die andere Technik. Pass mal an hier. Da ist es dann auf dem Shirt. Pass mal hier. Das ist im Shirt. Genau. Im Stoff, ja. Und hier siehst du wieder Experimente. Ja. Genau, und deswegen lässt sich es auch sehr, sehr gut tragen, obwohl großflächig was drauf ist. Wir machen weiter. Sagt jetzt erstmal noch nicht so viel aus vorne, ne? Nee. Finde ich geil beim Tragen. Ja. Habe ich beim Fotoshooting auch gemerkt, dass das wirklich Bock macht, wenn das hier drauf ist. Wieder ein Experiment mit dem Logo. Dann die Räder hinten drauf. Es sind zwar jetzt Rotiform-Räder, aber ist kein Rotiform-Produkt. Ja. Aber auch das ist von uns gemacht, ne? Ja. Finde ich wirklich geil, dass wir jetzt mehr und mehr und mehr rankommen. Wir haben auch relativ viel Equipment gekauft, wo wir zeichnen können, mehr. Richtig. Große Tablets, große Dinger, diese Stiften, ich hab da keine Ahnung von. Ja. Ich war nur Platz, wo der, zum Beispiel der GT3S in der letzten Kollektion, wo der Max ihn gemacht hat. Und dann kam der einfach auf das Shirt drauf und ich fragte, wo das her ist. Dann meinte Max, habe ich selbst gemacht. Und dachte ich so, das ist vielleicht so eine App, wo du das echte Foto nimmst und dann macht das die App aus dem Foto dieses Bild, weißt du? Aber das ist wirklich dann hier gemacht. Und das finde ich schon echt ganz cool, wo auch sehr viele Experimente gerade passieren. Auch in der Geschwindigkeit, also so schnell kriegst du das auf Papier gar nicht hin, weil du kannst ja zeichnen, löschen, also du kannst es ganz schnell anpassen und bist super flexibel damit. Ne? Ja, weiter geht's. Genau. Das ist ein Teil, was ich sehr klassisch finde, was wir in dem Farbton noch nicht hatten, aber da sage ich ganz ehrlich, das ist so ein klassischer Hoodie, den du wirklich daily tragen kannst und der auch schon mal vielleicht so vom ähnlichen Stil da gewesen sein hätte können. Mhm. Ne? Also für den klassischen Fan, der sagt, boah, das gefällt mir nicht so, das Neue. Sondern das ist wirklich etwas, was du wirklich ganz klassisch tragen kannst und was mir persönlich im Alltag auch mehr liegt, sag ich dir ganz ehrlich. Ja. Warum das so? Weil du den im Alltag nicht tragen kannst, weil dann die Farbe ändert. Nein, momentan bin ich hier relativ viel in der Werkstatt zum Beispiel. Das ist jetzt noch sauber, aber von nach unten nach oben muss ich schon einmal wieder wechseln, weil das schon jetzt dreckig war. Also momentan weiß ich auch nicht, was los ist. Ja, ist die Hose geht aber noch. Die Cap aber. Die Cap? Ja. Die trage ich 2 Tage, die ist schon wieder Game Over hier. Der Volvo war schuld, glaube ich. Ich persönlich mag das sehr gerne. Und das ist so klassisch, dass es nie in ist, aber auch nie out. Also das kannst du immer kaufen, das kannst du immer tragen und es ist nie blöd. Und deswegen mag ich diese Teile, deswegen wird es auch immer in jeder Kollektion sowas geben. Für mich ist das wichtig. Ja, auf jeden Fall. Ne? Dass das immer wieder dabei ist. Weil das nächste oder die nächsten Teile sind alle sehr modern wieder. Ne? Den finde ich persönlich zum Beispiel sehr geil. Auch passend zu dem Peugeot, passend mit dem Frankreich-Thema. Und ich denke gerade wieder dran, wenn ich das gerade sehe, wie viele Varianten es gab. Weil da war es so, das war auf dem Rücken mal drauf, dann war das riesengroß, dann wird das immer kleiner. Und ich finde, so ist das die Ideallösung, denn hinten ist so nichts drauf. Und vorne ist es auf gar keinen Fall zu groß und das Auto ist geil und auch das ist im Haus gemalt. Ja. Und auch JP vor uns so ganz, 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 ganz klein in Outlines. Ne? Farbton ist geil, Thema ist geil, auch mit dem Paris. Weil ich finde, weil wir uns so viel beschäftigen mit den neuen Themen, die so kommen, dass wir mehr und mehr, und für den, der jetzt ein Autotuning sich anguckt und jetzt hier so guckt, ist es halt so, dass wir immer mehr Richtung Fashion gehen. Und der Begriff Fashion ist halt echt schwierig, das weiß ich. Aber es ist mehr und mehr in dem Bereich, wo das dann auch da zu finden wäre. Und da bin ich persönlich ganz stolz, weil du machst so eine Klamottenmarke und am Anfang machst du nur das Logo drauf. Dann hast du die Möglichkeiten, Felgen und Stoßdämpfer drauf zu machen, weil du bist ja eine Autotuning-Firma. Und dann machst du das drauf, dann kleisterst du das drauf und denkst, jetzt bist du auf einem guten Weg. Dann entwickelst du dich zurück, weil wir machen das jetzt auch schon 8, 9 Jahre. Mhm. Und dann merkst du, wie der Weg sich so entwickelt. In Verbindung mit Stoffen und Schnitten und Nähten und allem. Und da bin ich echt happy, über so viele Jahre die Weiterentwicklung zu sehen. Also die Arbeit, die wir uns auch machen mit den Produkten, hat ganz, ganz wenig mit Merchandise zu tun. Also eigentlich gar nichts mehr. Dieser klassische Merchandise-Stuff, der ist es nicht. Klar, steht natürlich unser Name drauf, das auf jeden Fall. Aber das steht ja bei anderen Marken auch. Genau. Genau. Also wir versuchen irgendwie so ein bisschen so die Brücke zwischen Fashion und JP Performance da zu schaffen. Bei dem war einfach das Thema Waschung Nummer 1. Und dann einfach, was ist das die beste, coolste Farbe, die man dazu kombinieren kann. Und dann kam uns halt der M3 Touring da in den Sinn, der auch wirklich dezent da drauf ist. Das ist wirklich nicht riesig. Da ist auch sonst nichts drauf. Aber ich finde das Waschungsthema halt hier brutal. Also wenn du ihn anhast, geisteskrank. Ja. Also das ist ein sehr, 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 sehr schöner Hoodie. Das kann ich schon mal so sagen. Sehr, sehr schöner Hoodie. Der auf gar keinen Fall irgendwie zu dick aufträgt.
du sagst zwar schon wieder anders, dass du ein Automobil-Nerd bist, aber selbst wenn du kein Autotyp bist, finde ich, kannst du den mega tragen. Auf jeden Fall. Da machst du nichts falsch. Dann geht es wieder in den Bereich, wo das Thema Fashion meiner Meinung nach wieder mehr zum Tragen kommt. Ne? Ja. Ist eine In-Farbe neben Orange auch, wo wir uns nicht so wirklich rangetraut haben, weil ja. Es halt schon eine heavy Farbe ist, finde ich. Mhm. Aber das ist schon das Farbthema, was dieses Jahr oder nächstes Jahr auf jeden Fall sehr stark kommt. Ne? Wenn du jetzt hoch bist du halt voll früh dabei und alle sagen so, boah krass, du bist ja voll der Fashion-Geek. Ne? Hier vorne ist es gestickt, nicht gedruckt. Und dann haben wir hinten drauf das Thema, wie wir es bei dem Shirt auch gesehen haben. Und da ist es halt so, dass wirklich, wie Marvin vorhin gesagt hat, weniger mehr ist. Ja. Voll. Das spricht halt so für sich. Ne? Weil der funktioniert richtig geil. So, dann haben wir was seit langem mal wieder. Wir haben einen Hoodie für die Kids. Da haben wir von den Eltern und von den Kiddies auch mitbekommen, dass das beliebter ist, wenn das so aussieht. Und vor allen Dingen, wenn da auf den Ärmeln was drauf ist und so groß. Weil die da einfach sehr viel Spaß dran haben und dann auch der Stolz da ist, wenn die das dann so zeigen und machen und tun. Und da habe ich persönlich halt auch sehr viel Freude dran. Und da haben wir unseren Beetle drauf gemacht mit dem klassischen JP Performance Logo. Ne? Da sind keine großen Experimente, sondern da hat sich für uns herausgestellt, dass es einfach in diesem klassischen Stil das ist, was die Kiddies da am meisten wollen. Und dann gibt es hier eine, und das war eine nach dem Sommerurlaub-Version von mir. das war erst getrennt. Ne? Also wir hatten erst nur den und nur den. Hast du gesagt, okay, wir machen beide zusammen, das passt perfekt. Und bei dem Hoodie muss man dazu sagen, wir haben die Größenrange nochmal ein bisschen angepasst. Weil da gab es ja auch ein paar Kommentare dazu. Also wir sind noch ein bisschen kleiner gegangen und noch ein bisschen größer. Also es müsste jetzt eigentlich für jeden was dabei sein. Mehr auf. In welchen Größen sind die aufgeteilt? Auch in diese 54? Kann ich dir sagen. Sie, oder? Also wir haben 104, 116, 128, 140, 152, 164, 176. Das ist weit. Ja. Und dann kannst du deinen Bucci damit durch die Gegend rennen lassen. Was, glaube ich, ganz lustig ist. Ja. Und jetzt kommen wir zu einer Sache, wo ein bisschen was zu erzählen ist. Das ist ganz geil. Wir haben seit langem mal wieder eine College-Jacke, die stark modifiziert ist. Ich habe die zum Beispiel die Lena heute Morgen mal anziehen lassen, ne, die andere Version. Mhm. Und der erste Kommentar war, boah, die fühlt sich aber krass an, weil erstmal vom Gewicht her ist es, genau, die hat wirklich Gewicht. Und was wir halt im Markt auch gesehen haben, ist, dass sehr, sehr viele College-Jacken super cheapy sind. Das ist diese nicht. Das kann ich so straight sagen. Diese ist auch keine genommene aus dem Regal. Und dann wird die getuned. Denn das ist wirklich unsere College-Jacke. Auch das Material in den Ärmeln. Siehst du ja öfter, dass das halt wirklich schwierig ist. Genau. Somit war das mir ein großes Anliegen. Und jetzt kommen wir zu dem Thema, was wirklich ganz lustig ist. Auch auf Detailgrad. Ne? Also die Qualität der Stickung ist halt wirklich hoch, weil ich finde, wenn du so eine College-Jacke trägst, und man sieht das ja schon sehr oft so im Straßenbild, und die ist nicht so wertig, finde ich, mir schießt es extrem ins Gesicht. Mhm. Und dann gibt es die, die extrem teuer sind, und dann schießt mir ins Gesicht, warum ist sie so teuer, weil ich weiß, für wie viel Geld man das machen kann. Mhm. Und da entstand für mich so die Idee, wir können das eigentlich selbst machen. Und jetzt kommen wir zu der Farbidee. Eigentlich sollte diese Jacke anders aussehen. Und die Firma schickt uns dann immer Prototypen von den Maßen. Und der Prototyp kam so. Mit dem Grau und den Ärmeln so. Und dann habe ich das angehabt. Und dann war die auch tragbar. Ne? Weil manche Prototypen kannst du nicht tragen, weil die sind dann nicht komplett fertig. Und ich trage diese und jeder sprach mich an und sagt so, ey, geile Farbkombi. Mhm. So, nein, nein, die richtige wird noch viel cooler. Nein, nein, so wie die da ist, ist schon echt ganz geil. Habe ich noch nie so gesehen. Man sitzt sich so im Porto und denkt so, okay. Eigentlich sollte die ja grün werden, die Jacke. Mit den Ärmeln, denke ich mir so. Weißt du was? Vielleicht haben die Spanner nicht so irgendwo. Wir machen die so, wie der Prototyp ist. Jetzt ist, finde ich, auch eine Kombination rausgeworden, die auch echt, die echt sich sehen lassen kann. Ja, also ne? so eine grau melierte College-Jacke sieht man eigentlich auch nicht so. Also das ist schon relativ einzigartig. Ja. Finde ich auch. Das ist relativ selten, selten, selten. Ja. Und dann halt auch diese Höhe von diesem Stickelement. Puffstick, den finde ich ganz cool. Nee, ist kein Puff, das Frottee. Frottee ist das, richtig. Ja, also richtig hoch. Ist für mich Puff. Puffy, ja. Puffy gedöns. Puffy, ja. Aber so eine Jacke ist Aufwand. Ja. Die ist alt. Die hat einen langen Weg. Das heißt, die startete nicht mit dem zusammen. Genau. Die startet deutlich früher, bis so eine Jacke da ist, weil wir wissen ja, sie macht am meisten jetzt zur Jahreszeit Sinn. Aber so eine Jacke begleitet uns jetzt schon, würde ich sagen, 8 Monate. Auf jeden Fall. Aber weil es auch ganz viele Komponenten sind, ne? Also der Stoff von den Ärmeln, wie der Bund unten ist, die Farbtöne von den einzelnen Patches, das ist grün miteinander. Ja, allein, also du hast halt super viel mehr Variablen als bei einem Hoodie, weil Position der Knöpfe und alles. Einmal das, ich kann ganz kurz ein Beispiel geben. Und zwar, das kann man, glaube ich, sehr geil nachvollziehen. Du hast ja grün. Und dann willst du es auch alles grün haben. Das sind ja verschiedene Fabrics, also verschiedene Materialien. Das musst du ja so angleichen, dass das funktioniert. Das ist nicht cool.
ne? Und dann musst du da auch manchmal irgendwo im Tod sterben, dass das halt auch alles dann zusammen hinhaut. Das ist nicht einfach, wirklich nicht einfach. Und dann fängst du halt an und dann sagt das Werk, wir hätten den Farbton, den kann man bestellen. Und dann irgendeine Sache musst du eh dann selbst produzieren. Dann musst du voll selbst produzieren. Dann musst du manchmal irgendwelche Farben, Materialien einfärben lassen. Und das nur für so eine Jacke. Ist das dann so, dass man bestimmte Mengen abnehmen muss? Voll, damit ja. Das? Ja, okay. Und es ist auch manchmal so, dass du dann so viel Menge abnehmen musst, ne? So viele Jacken produzieren wir gar nicht. Das heißt, es gibt von manchen Sachen so viele Dinge übrig nachher, die werden leider nie ihren Weg in ein Produkt finden. Oder vielleicht irgendwann ja mal doch. Einlagern ist ja auch nicht so möglich. Ach so, okay. Ja, ja. Es wird dann meist vernichtet. Und das ist echt krass. Ja. Weil dann sagen die ja zum Beispiel Knöpfe oder so, da musst du jetzt 10.000 Stück von machen. Ne? Ein Hollister sagt, ja, wir nehmen 100.000. Oder keine Ahnung, ne? Mhm. Und wir sagen, ja, okay, wir nehmen dann so und so viel davon. Ne? Und das ist halt so dann so die Kalkulation und dann so die Arbeit hinter diesen ganzen Zeugen. Warum ist da auch so viel, warum dieses Video immer für uns wichtig ist, ihnen das dann doch mitzuteilen, bevor du es einfach online stellst und tschüss, ne? Weil für dich und für mich ist auch immer so ein bisschen so ein Release von dem, okay, das ist jetzt fertig, weil wir sind ja jetzt schon wieder an zwei weiteren neuen, während wir das zeigen, um so ein bisschen vor einzuschießen, wie es weitergeht. So, der zweite Drop kommt dann irgendwann. Genau.